Hallo zusammen, salve a tutti, wir haben, was haben wir denn heute? Da haben wir Donnerstag, den 21. Juli, Zinsschritt ist gemacht, wir haben 16.06 Uhr. Mit diesem Film übers Gold warte ich jetzt mal nicht drauf, bis er da abends 17.30 Uhr, bis er dann letztendlich drinsteht, weil wenn er jetzt reingeladen wird, dann ist es eh 17.30 Uhr. Das dauert ja immer eine Zeit lang. Vor euch, weil ich finde das nämlich super spannend, das Gold momentan, vor euch liegt der Chart seit 2000, eigentlich seit 1999. Und ich habe diese Linie hier gezogen. Ich mache die mal ein bisschen größer noch, dass man das sieht. Das ist ein 21 Jahre Abtrend im Gold. Also jetzt ist die Frage, wie spitz ist der Bleistift? Ja, aber mir geht es hier mehr um den Bereich. Ja, da waren wir bei 250 und sind dann gestiegen. Ich hole es näher ran. Weil heute, das war... Ach, wo war denn das Tief heute? Das war bei 1680 und das war so um 13.30 Uhr rum. Haben wir hier einmal genau die Tiefs gesehen von Anfang 2021, ja, die 1680. Und das hier ist der Trend. Jetzt nochmal, es ist die Frage, wie spitz ist euer Bleistift? Bei mir ist der per heute bei 1658. Wenn sowas in der Zeitung steht, also der 21-Jahres-Trend, wahrscheinlich wird es reinschreiben, der 20-Jahres-Trend im Gold ist gebrochen. Puh. Also wo ich mich umschaue, bei Freunden, Verwandten, Bekannten, mit allen möglichen Leuten auf der Messe, ja, ich habe Goldmünzen, ich habe Goldbarren, ich habe Zertifikate, ich habe CFDs, ich habe Goldminenaktien. Also gefühlt ist für mich jeder beim Gold long und der Frust ist groß, weil da passiert ja nichts. Eigentlich müsste ja Gold als Sicherungsdingedöne, müsste ja irgendwo schon lange bei 3000 stehen. Passiert aber nicht. Jetzt haben sich die Russen ausgeschlossen aus dem Goldmarkt. Ja, da habe ich, habe es ja schon mal gesagt, das ist dem Putin sowas von egal. Dann verkauft es halt über China oder Indien oder sonst wo. Also irgendwie, der kriegt das Zeug raus, wenn er es rauskriegen muss. Aber wenn nicht, kann er auch ein bisschen warten. Also, so sieht der Chart hier momentan aus und ich gehe mal noch näher ran. Das müssen wir uns merken, das war also Frühjahr 2021 hier die Unterstützung und da sind wir dran. Jetzt passiert hier Folgendes. Also bei mir, wie gesagt, ist dieser Trend hier so bei 1600, so um die 50 rum, aber bitte, das müsst ihr selbst nochmal nachschauen. Wir werden positiv über das MACD, wir werden positiv über den Oszillator. Und ich glaube, dass das Gold nach dieser Bewegung jetzt hier mal kurzfristig auch wieder ein bisschen atmen kann. Sowas hier oder das, das sehe ich eigentlich kurzfristig. Ja, wir haben hier eine ganz klassische Hoch, Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, ganz klarer Downtrend. Und der gilt auch für mich als erst ab verändert ab 1876. Das ist weit weg. Ich meine, hier ist irgendwo eine Unterstützung. Die Bänder sind aufgegangen. Das obere hat die Richtung gedreht. Das war hier an diesem Tag 1700. Dann darf der Markt entweder seitwärts oder korrektiv sich verhalten. Korrektiv wäre jetzt der Bereich 20-Tage-Linie, die ist heute bei 1756. Also ich bin da mal ganz frech und ich fange da einen Zock an. Und hier sind die Scheine dafür. Ich habe drei Scheine euch genannt. Oder ich werde sie euch jetzt gleich nennen. Oder ich werde sie euch in 5 Minuten genannt haben. Futur 2, ach herrlich. Gold-K.O.-Scheine Open End. Einen, der einen guten Hebel hat mit 23, mit der Basis 1633. Da sind wir ungefähr hier, unterhalb des Trends. Und zwar, jetzt holt das noch mal ein bisschen näher ran, 1630 ist hier. Da liegen wir hier an diesem Ausbruchsniveau, wo wir das letzte Mal drüber sind, um dann diese Rallye da zu starten. Gefällt mir eigentlich ganz gut, das Level. Jetzt sind sie wieder weg. So, das ist die KG5 Paula 8 Qualle. 23er Hebel, 1633. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen weicher, 11er Hebel. Bei 1552, da sind wir hier unten und das ist in der Nähe von diesem Gap hier, was wir da hatten. Wann war denn das? Das war 2020. Haben wir noch so ein kleines Gap offen. Das geht KG5 F7 Dora. So, und dann habe ich einen zum Zocken. Aber das ist wirklich ein Zock. Das ist im Moment ein 45er Hebel, das ist Basis 1670. Da sind wir nur 10 Punkte unter dem Tiefskurs von heute. Das, deswegen, ich habe sie extra dazu geschrieben, das ist ein Zock. Stop ist Knock. Ja, erstmal zur Kennnummer, das ist die KG5HQM. Warum?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier in diesem Bereich hält. Nehme allerdings von dieser Position, und ich werde die eingehen, nehme ich vielleicht 5% von dem. Also das ist schon nochmal ein Schnüffelstück vom Schnüffelstück, sagen wir es mal so. Aber das will ich wissen, weil wenn der aufgeht, dann habe ich hier einen Verdoppler, Verdreifacher innerhalb von 24 Stunden. Das muss ich einfach auch so wieder. Dazu bin ich zu sehr Händler. Aber ich empfehle es keinem, der, also auf gar keinen Fall mit einem normalen Size, auf gar keinen Fall, das müssen echte Schnüffelstücke bleiben. Aber ich halte die Chance für gut, dass es hier unten dreht und dann Richtung 20-Tage-Linie geht. Ich werde wahrscheinlich von allen dreien etwas kaufen, aber in allen dreien nur Schnüffelstücke, nur bei dem hier nochmal extra weniger. Dann nehme ich einfach nur das, was mir egal ist. Ein Pizza-Trade, ja, oder so habe ich das mal genannt. Oder ein Döner-Trade. Oder so, dass die Katze eine Woche kein Futter kriegt. Bekommt sie trotzdem. Aber das muss wirklich, das darf nicht wehtun. Das kann ein Heidenspaß werden. Also, so mache ich das. Ich denke, das Gold hat eine gute Chance, jetzt hier zu halten. Ich glaube nicht, dass wir diesen langen Trend so schnell hergeben. Interessant ist auch, dass im Bereich 1655 die 200-Wochen-Linie liegt. Also es ist alles in allem hier ein ganz guter Support. Schaut mal gucken, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.